England. Seit jeher das Zuhause der klassischen Roadster. Hier wird bis heute ein Fahrzeug gebaut, das der Zeit beharrlich trotzt. Der Morgan Plus 8. Handgemacht, offen, traditionell. Ewig gestrig und immer wieder neu. Jetzt muss der britische Evergreen beweisen, wie viel Sportsgeist in ihm steckt. Wenig Gewicht trifft auf entschiedenen Vortrieb. Prinz Charles oder James Hunt? Schönwetterauto oder Frau 8 Projektil? Fastlap, die Jagd nach der einen schnellen Runde. Es gibt einfach Autos, die machen Spaß. Und das ist auch so ein Spaßmacher. Und so für Individualisten, für Leute, die sagen, ich möchte gerne ein anderes Auto haben. Nicht so ein Ding, was in der Zulassungsstatistik irgendwo unter den ersten 50 Plätzen auftaucht. So ein Auto hier, das ist was für Kenner, für Individualisten, für Liebhaber. Und ich habe keine Ahnung von dieser Szene, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Auto auch eine recht hohe Wertstabilität hat, weil was soll daran alt werden? Ja, es ist ja im Grunde schon alt. Ach hier, guck mal. Das ist ja geil, da kannst du... Du kannst dir die Dinger einstellen. Aber das ist ja wirklich eine gute Sache hier, ja? Da musst du erst in so ein Auto, 1936 erstmalig gebaut, einsteigen, um dann so eine geniale Spiegelkonstruktion kennenlernen zu dürfen. Ich kann den in seinen Grundpositionen verändern, neu einstellen. Herrlich. Morgan deklariert den Plus 8 als den leichtesten V8 Pkw der Welt. Das Leistungsgewicht 315 PS pro Tonne. Ein Porsche 911 Carrera unterliegt hier mit 64 PS. Also ich bin offen und ehrlich, ich bin gar nicht so erpicht darauf, mit dem Auto super schnell zu fahren. Ganz einfach deswegen, weil mir fehlt jetzt sowas wie ein Überrollbügel, ja? Oder wie eine A-Säule, die uns, oder generell einfach ein Stück Bügel, was uns vielleicht vor Schlimmerem bewahren würde. Da bin ich dann doch wieder so eine Neuzeit-Memme, ja? So ein moderner Rennfahrer, auf Sicherheit bedacht. Und ich bin da jetzt nicht so heiß drauf, mit dem Auto wirklich am totalen Limit zu fahren. Mensch und Maschine bereit für die eine schnelle Runde. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Die Zeit war gar nicht so doll, ne? Aber das Fahrerlebnis war gut. Also gefühlt war das Auto viel schneller, als es nachher in der Praxis war. Wir verlieren vor allen Dingen auf der Geraden wahnsinnig viel Zeit. Ich meine, wenn wir jetzt mal darüber gucken,
sagen wir mal ganz ehrlich, das Auto ist aerodynamisch ein Scheunentor. Ja? Also jeder Windkanal lacht sich kaputt darüber. Da geht gar nichts.